Jo Freunde, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Kanal. Und heute habe ich mal wieder ein Latest Pickup Video und danach werde ich noch ein, zwei Outfits vorstellen. Ich glaube insgesamt sind es drei von der Outfit Community Challenge. Habe ich mir drei Outfits rausgesucht, die ich ziemlich sick finde. Und ich würde sagen, wir kommen direkt zu den Pieces, die ich mir in letzter Zeit so alles geholt habe. Wir fangen einfach an mit diesem Hemd, was ich gerade trage. Das ist ein Burberry Hemd, habe ich dem Jan abgekauft. Hat hier hinten, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, im Kragen schon so ein paar Risse. Ich habe jetzt keinen Bock, das auszuziehen. Ist auf jeden Fall nicht mehr ganz neu, aber ich habe für das Burberry Hemd hier 30 Euro gezahlt, was auf jeden Fall ein stabiler Preis ist für ein Burberry Hemd. Und ist natürlich jetzt nicht das normale Burberry. Die normalen Burberry Farben ist jetzt in diesem Blau, Hellblau, Dunkelblau gehalten. Was mir eigentlich auch wirklich mega taugt. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem nächsten Piece an. Als nächstes am Black Friday Sale habe ich mir diese 032C Waistbag geholt, die ich wirklich mega sick finde. Ist halt in diesem Kordmaterial und dann hat man vorne noch das 032C Patch und dann noch so einen gebleachten Look, den ich übertrieben fühle. Und das Hellblau passt auch sehr gut zum Hemd, was ich ziemlich sick finde. Hat man jetzt gerade nicht gesehen, aber hoffentlich sieht man das gleich. Ich ziehe sie mal schnell an. Und hier dieses Hellblaue passt ziemlich gut zum Hellblau auch. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu den nächsten Teilen. Die nächsten drei Sachen ist alles von Uniqlo. Und ich würde sagen, ich fange mal an mit diesem Schal. Den habe ich eben bei Uniqlo bestellt. Ist aus der JW Anderson Kollaboration. Und ich habe dafür jetzt 9,90 Euro gezahlt von, ich glaube, 29,90 reduziert. Hier sieht man nochmal JW Anderson x Uniqlo. Finde ich auf jeden Fall einen ziemlich geilen Schal. Habe ich auch mein letztes Instagram-Bild, was ich heute am Montag hochgeladen habe, ist auf jeden Fall mit diesem Schal. Ich finde den mega sick, ist halt mega lang und hat an den Enden so eben so einen ausgefransten Look, was ich auch fühle. Ich habe auch schon vom Robert zum Beispiel gehört, der weder den Schal noch die Bag fühlt. Ich fühle beides und schreibt mir auf jeden Fall mal eure Meinung zu den jeweiligen Sachen unten in die Kommentare. Würde ich sagen, machen wir weiter mit diesem Kaschmir-Rollkragen, ebenfalls von Uniqlo, ist eine Size L. In diesem Weinrot, fast schon lilanen, und gefällt mir sehr, sehr gut. Und damit wird auch demnächst ein Insta-Bild kommen. Gute Qualität, ist ein Kaschmir-Pulli, der war auch reduziert. Und fühle ich auf jeden Fall, weil ich habe halt schon schwarze Rollkragen, aber ich wollte mal ein bisschen eine andere Farbe von dem Rollkragen auch haben. Und da finde ich, ist das eine perfekte Option. Allgemein Uniqlo ist für Basic-Sachen wirklich stabil. Könnt ihr auf jeden Fall gerne mal vorbeischauen. Aber ich denke mal, das wisst ihr alle aus Patricks Vlogs und so. Und Sanch sagt das auch immer wieder, dass seine T-Shirts alle von Uniqlo sind und das für ihn halt der Schnitt am meisten taugt. Dann kommen wir zu einem Peanuts X Course Tee, was ebenfalls von Uniqlo geholt wurde für 5,90 Euro. War ebenfalls im Sale. Hat man halt vorne Peanut drauf, der an so ein kleines Haus lehnt. Und vorne steht auf dem Peanut steht noch Joe Kors drauf. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Joe Kors steht halt vorne noch auf dem Peanut drauf. Ist auch ein gutes Piece, was man mit den Comme des Garçons Chucks meiner Meinung nach anziehen kann. Ist eine Size M, fittet ein bisschen klein. Kleiner, als ich es mir gewünscht hätte. Aber es gab keine L mehr, deswegen dachte ich mir, okay, jetzt hole ich mir da einfach mal die M. Und jetzt war reduziert von 14,90 Euro runter auf 5,90 Euro. Peanuts ist was ich früher die Serie echt gefeiert habe, deswegen dachte ich mir, komm, nehme ich das mal mit. Und ich habe das T-Shirt eigentlich auch nur genommen, weil Versand hätte mich 8 Euro gekostet, also Expressversand aus England. Und das T-Shirt hat 5,90 gekostet und ab 30 Euro war der Versand umsonst. Deswegen habe ich einfach das T-Shirt noch mitgenommen und habe mir letztendlich 2 Euro gespart, dafür, dass ich ein extra Piece genommen habe, anstelle von den Versand zu zahlen. Mein letzter Pickup ist auch wieder aus der JW Anderson x Uniqlo Kollaboration. Es ist dieses T-Shirt mit diesem Dude vorne drauf in so einer Handzeichnung. Fühle ich mega. Und hinten ist dann noch ein Fisch am Rücken, was ich auch mega sick finde. Weil wenn ich das T-Shirt reinstecke, sieht man den Fisch nicht. Und dann, wenn ich das T-Shirt draußen lasse, hat man dann noch als kleines Detail hinten den Fisch drauf. Ist auch eine Size M. Fällt meiner Meinung nach ein kleines bisschen größer aus als eine Size M. Hier nochmal JW Anderson x Uniqlo. Meiner Meinung nach ein sehr geiles T-Shirt. Und ja, fühle ich absolut. Und jetzt kommen wir zu den drei Outfits, die ich mir rausgesucht habe. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem lieben Dustin Noel.
auf Insta. Ihr werdet ihn alle kennen, ist auch ein YouTube-Kollege. Und ich fange mal mit seinem Fit an. Die Jacke ist von Zara, Beanie ist No Name, glaube ich. Einfach ein weißes T-Shirt, eine LeFastayang-Hose und die Reebok Classics sind das, glaube ich. Ich kenne mich mit Reeboks nicht aus. Ich glaube, es sind die Classics. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich mich irre. Ich denke, es sind die Classics. Jedenfalls, es ist ein sehr schlichtes Outfit, meiner Meinung nach. Weiße Schuhe, schwarze Hose, schwarze Daunenjacke, weißes T-Shirt, schwarze Beanie. Kann man nichts mit falsch machen, vor allem jetzt im Winter. Ich würde vielleicht noch Socken drunter anziehen, lange weiße Socken, damit es im Winter halt an den Knöcheln nicht so kalt ist. Aber an sich ist jetzt kein mega krasses Outfit oder sowas, was mich jetzt mega vom Hocker haut, aber es ist auf jeden Fall stabil. Man kann damit nichts falsch machen und es ist auf jeden Fall sehr preiswert. Also ich schätze mal, so eine Beanie kriegst du für einen Fünfer. Dann die Jacke von Zara, glaube ich, kostet 120. Das T-Shirt kann auch ein H&M-T-Shirt sein für einen Zehner, keine Ahnung. Sind wir derzeit bei 125, 135. Die Hose von LeFastayang kann man auch mit einer normalen Standard schwarzen Hose ersetzen. Für ca. 50 Euro sind wir dann bei 185 und die Schuhe kosten dann, glaube ich, auch nochmal 100 Euro oder ein bisschen weniger, keine Ahnung. Bist du bei 285 für ein richtig krankes Fit, also nicht richtig krank, aber halt für ein stabiles Fit, wo man mit nichts mit falsch machen kann. Und da würde ich auf jeden Fall Props an Dustin rausgeben. Unten ist sein Kanal auf jeden Fall auch verlinkt, genauso wie sein Insta. Schaut bei ihm vorbei, ist auf jeden Fall auch ein sehr korrekter Typ. Als nächstes haben wir den Chris.re. Er trägt dieses Outfit mit einem Love Moschino Sweater. Den Namen weiß er nicht mehr genau. Dann ein Vintage Guess Hemd drunter, das sieht man da nur ganz leicht. Dann trägt er eine Vintage Gucci Pant, Common Project B-Ball Low Retros heißen die. Und eine Beanie aus dem Secondhand Store, also ein sehr Vintage Outfit, was ich mega fühle. Robert hat schon gesagt, er fühlt den Sweater nicht mit der Hose. Ich fühle den, ich fühle auch, wie die Hose auf den Schuhen sitzt, finde ich krass. Allgemein sehr geiles Outfit, Common Projects, geiler Schuh meiner Meinung nach. Halt sehr schlicht. Sehr gute Qualität, haben wir die Ehre bei uns in Nürnberg in Krämer und Co. den ab und zu mal in der Hand halten zu können. Robert wollte sich den jetzt auch holen und zwar den weißen mit einer pinken Sohle, aber er weiß noch nicht, ob er so viel droppen möchte. Den Sweater, den feiere ich wirklich hart ab, ich finde den echt geil. Und ja, was kann ich zum Outfit noch sagen? Ich wollte noch ganz gut sagen, die Outfits habe ich jetzt nicht in eine bestimmte Reihenfolge gesetzt. Ich habe es jetzt einfach mal, ja, irgendwie habe ich angefangen und ja, das Outfit ist meiner Meinung nach sick und ich würde sagen so eine 8 von 10. Das ist meiner Meinung nach eine 8 von 10, würde ich auf jeden Fall 1 zu 1 so tragen. Als nächstes kommen wir zu einem Outfit oder das letzte Outfit von einem Instagrammer, der mir persönlich mega gut gefällt. Shoutout an sml-garcia. Meiner Meinung nach, dieses Fit ist mit eins der krankesten Fits, was ich so in letzter Zeit gesehen habe. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit den Schuhen. Das sind die Ian Connor Skechers. Die Hose ist von Vintage Fits, die Brille von Asos, Places Plus Faces Bag, Vintage Fashion, Sweater, Asos Hemd. Und das war es auch schon. Den Ring hat er nicht markiert. Meiner Meinung nach ein mega krankes Outfit. Eine ganz klare 10 von 10 würde ich genauso tragen. Die Location, wo du das Bild aufgenommen hast mit dem Schnee im Hintergrund, fühle ich mega und gefällt mir echt gut. Wie gesagt, also ich finde, das ist mit eins der krassesten Outfits, was ich im letzten Monat oder so gesehen habe. Mega, mega krank. Ich finde die Hose vom Schnitt her mega geil. Und ja, wenn du die Places Plus Faces Bag mal verkaufst, dann schreib den Robert an, weil der sucht so eine schon etwas länger. Also echt krasses Outfit. Props an dich. Alle, wer den Typ nicht abonniert, ist einfach echt ehrenlos, weil dem seine Fits sind einfach zu heftig. Und das war es auch eigentlich schon mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr meine Pieces feiert, die ich diesen Monat geholt habe. Wenn ja, dann finde ich es cool. Wenn nicht, dann schreibt mir, was ihr an den Pieces nicht so geil findet. Schreibt mir auf jeden Fall auch in die Kommentare, welches der drei Outfits euch am besten angesprochen hat oder am meisten angesprochen hat. Und ich würde sagen, jetzt sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.